Hallo Krishna, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute hier bei einem weiteren Thema in unserem spirituellen ABC. Wir wollen uns heute mal das Mahabharata anschauen. Und das Mahabharata ist auch Teil der vedischen Schriften und zählt auch zu den Smriti-Schriften, nämlich zu diesen Schriften der Erinnerung. Und das führt uns in die alte Zeit zurück, die über 5000 Jahre her ist. Und sie gibt uns Informationen, auch wieder in Sanskrit-Texten geschrieben, und man sagt, dass das Mahabharata das größte menschliche Epos oder Schriftwerk der ganzen Menschheit. Und man sagt, es sind 110.000 Sanskrit-Verspaare, also das Doppelte. Und was auch sehr interessant ist, das Mahabharata wird oft als das fünfte Veda bezeichnet. Und das Mahabharata wurde für alle einfache Menschen geschrieben, die nicht unbedingt Heilige sind, sondern normale Arbeiter, Frauen. Und im Mahabharata geht es um die Pandavas, nämlich um die Söhne von König Pandus, die Pandavas, die fünf Pandavas und die Kauravas. Diese zwei Gruppen und diese Brüder streiten sich im Endeffekt um wer thront an und wer regiert die Welt. Aus dieser Geschichte können wir lernen viele Sachen wie Politik, Mythologie, Philosophie, und das Wunderbare an dieser Geschichte ist, dass Gott selbst, Krishna selbst, spielt im Mahabharata mit. Und deswegen können wir auch am Ende des Mahabharatas, bevor dieser große Kampf, nämlich der Kampf von Kurukshetra beginnt, können wir sehen, was passiert. Nämlich Krishna spricht die Bhagavad Gita. Und wie wir wissen, die Bhagavad Gita ist auch das weltbekannteste Buch, oder gerade in Indien oder Asien, jeder kennt die Bhagavad Gita. Und jeder hat die Bhagavad Gita zu Hause, jeder studiert diese Bhagavad Gita, und das sind die Originalworte von Krishna zu Arjuna. Und diese ganze Geschichte, Mahabharat, wie ja der Name schon sagt, Maha ist das Größte, das Große. Und Bharatvarsha ist sozusagen dieser Teil. Es könnte die ganze Welt sein, aber Bharat ist sozusagen das alte Indien. Man sagt, das ist die große Geschichte des alten indischen Kontinents oder des vedischen Kontinents. So, das ist Mahabharat. Und in dieser Geschichte können wir sehr schön lernen, wie eigentlich Gut und Böse gegeneinander kämpft, aber wie sich dann das Göttliche auf die gute Seite stellt, böse Seite sozusagen bekämpft wird und vernichtet wird. Und damit wieder das Gleichgewicht entstehen kann hier in dieser Welt. Weil immer wenn Ungleichgewicht ist oder wenn die negativen Mächte zu groß sind, dann erscheint der höchste Herr selbst und stellt es wieder ge gerade oder bringt es wieder in Ausgleich. Und das Mahabharata führt im Endeffekt zu einem großen Krieg. Und wir geschichtlich kennen den Ersten Weltkrieg, kennen den Zweiten Weltkrieg, aber Mahabharata wird erklärt, da an dem Schlachtfeld von Kurukshetra haben sich Könige der ganzen Welt versammelt. Dämonische Könige und Könige auf der guten Seite, die im Einklang mit ihrem wahren Dharma, mit der Göttlichkeit oder für die Göttlichkeit und für die Menschlichkeit gekämpft haben. Und so wird uns präsentiert im Mahabharata, dass die ganzen Könige der ganzen Welt, die ganze Welt hat teilgenommen. Das war eigentlich wirklich ein wahrer Weltkrieg, so wie wir ihn eigentlich aus den Geschichtsbüchern kennen. Aber komischerweise heute in der westlichen Welt hören wir nichts von der vedischen Kultur oder geschweige denn vom Mahabharat, von diesem Epos, was in Indien, Asien von Tradition zu Tradition weitergegeben wird und was die alten Menschen oder die Weisen ihren Kindern oder ihren Nachkommen erzählen. Das ist eine geschichtliche Überlieferung, aber wir in der westlichen Welt sind so, haben gar keinen Zugang dazu. Es wird uns förmlich enthalten, dieser Teil der Geschichte der Welt. Wir dürfen es nicht wissen. Und da sollten wir uns mal fragen, warum? Wieso? Können wir vielleicht etwas lernen vom Mahabharata? Können wir etwas lernen über Moral und ja, diesen göttlichen Aspekt, dass es ihn gibt, weil jedes Kind in Asien kennt diese Geschichte und jedes Kind kennt Krishna und kennt die großen Krieger dieses Kampfes und versteht diese Geschichte und kann diese Moral der Geschichte auch verstehen, dass es eine böse Seite gibt, die versucht zu betrügen, aber mit ihrer
Betrügerei und mit ihrer Hinterlistigkeit verliert sie und kann nicht gewinnen und immer das Gute gewinnt. Und das sozusagen kurz und knapp erklärt, was wir lernen können aus dem Mahabharata. Und das ist eigentlich ein Schatz der Erziehung ist, ein Schatz der spirituellen Sicht. Und Menschen, die das Mahabharata lesen, haben danach eine andere Sicht auf sich selbst, auf das Leben und auf ihre Beziehung mit der Göttlichkeit. Dieses Mahabharata ist eigentlich dafür da, um die einfachen Menschen, was man ja auch sieht hier an uns westlichen Menschen, dass wenn wir uns damit beschäftigen, wenn wir das lesen, kommen wir auf unsere ursprüngliche Position zurück. Wir wollen uns mit uns selbst beschäftigen, wir verstehen, okay, es gibt eine Göttlichkeit und ich muss mich mit dieser Göttlichkeit wieder verbinden. Und das Mahabharata ist für viele Menschen ein Einstieg hin zu diesem göttlichen Bewusstsein und zu diesem reinen Bewusstsein und zum Bhakti-Yoga, zum heiligen Dienst, zum höchsten Herrn. Und ja, deswegen ist es sehr schön, dass es in Indien so bekannt ist, aber jetzt auch immer mehr in der westlichen Welt bekannt wird und die Menschen sich immer mehr Informationen darüber suchen, aber es trotzdem auch noch sehr unbekannt ist. Gerade hier in Deutschland. Wer kennt das Mahabharata? Ich habe mal eine Übersetzung gefunden. Es gab damals auch in der DDR, im Osten und auch im Westen gab es kleine Mahabharata-Übersetzungen in der Bibliothek zu finden. Aber wer liest das? Und Leute, die es gelesen haben, was denken die meisten Leute? Es ist ein Mythos, eine Legende, ein Märchen, weil diese Art von Kampfkunst, die da beschrieben wird, ist für uns heutzutage nicht mehr greifbar. Dass Krieger mit Pfeil und Bogen oder mit Elefanten oder mit großen Streitwagen, mit Pferdewagen sich bekämpfen, aber sie kämpfen nicht nur mit normalen Waffen, sondern sie haben auch Mantras und sie können mit mystischen Mantras können sie diese Pfeile besprechen und können dadurch ihre Stärke vergrößern und können aus einem einfachen Pfeil große wie Bomben machen oder ähnliche große fantastische Waffen. Und wenn man das natürlich liest und auch man taucht in eine Welt ein voll dämonischen Kräften und mystischer Zauberei und das natürlich für Menschen heutzutage teilweise nicht mehr greifbar. Aber für den damaligen Mensch war es ganz normal. In einem anderen Zeitalter hat man halt so gehandelt und das gibt uns einen Einblick, wie hat man früher gelebt, wie hat man sich auch bekriegt, wie hat man untereinander Politik vollführt und wie hat man sich auch gegenseitig betrogen. Und das läuft ja heutzutage auch immer noch weiterhin ab. Aber wie kann man auch ein guter Mensch sein? Und das Mahabharata ist für viele ein Wegweiser in dieser Dunkelheit, nämlich es gibt uns einen Einblick in die damalige alte vedische Kultur und wie sie eigentlich einen guten Einfluss hatte und immer noch hat. Und durch diese Erinnerungsschriften des Mahabharata kriegen wir einen Einblick in diese alte Kultur. Und es kann uns auch heute weiterhin inspirieren, auch so zu handeln, nämlich kulturell stark mit einem Gottesbewusstsein durchs Leben zu gehen und dass Gott uns leitet in unserem Leben und er uns hilft und Krishna immer da ist und heutzutage zwar probiert wird, ihn tot zu schweigen oder nicht so über ihn zu sprechen oder es so zu tun, als würde es die vedischen Schriften oder das Mahabharata gar nicht geben, aber immer mehr Leute und gerade heute durchs Internet kommen an diese Informationen und lesen das. Und wir haben das Mahabharata in deutscher Sprache. Und es ist ein riesen Schriftwerk, aber es gibt auch Kurzfassungen zum Beispiel, wo man die Geschichte lesen kann und man den Sinn dieser Geschichte versteht. Und man kann auch die Bhagavad Gita lesen. Das, was Krishna auf dem Schlachtfeld von Kurukshetra gesagt hat zu Arjuna. Und wenn man das liest, wenn man sich damit beschäftigt, wird man allmählich vom Bewusstsein, sein Bewusstsein erhöhen und man kann das höchste Ziel erreichen. Und danke ich euch für eure Aufmerksamkeit. Hare Krishna.